Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu Mori Montag am Dienstag. Nein, diesmal habe ich es nicht vergessen. Gestern haben die Survivor sich irgendwie gedacht, so nö, wir disconnecten alle. Ich glaube, ich habe 5, 6 Runden irgendwie so gestartet, hat nie geklappt. Lobby-Wartezeiten waren natürlich entsprechend hoch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, musste nämlich gestern noch ein bisschen was erledigen. Deswegen gab es auch keinen Stream. Am Abend war ich noch im Stadion, ich habe ja Dauerkarte, wie ihr wisst. Und dann habe ich einfach schnell eine ganz normale. Hallo? Alter Bill, du geiler Nacken, ey. Da gönnt er sich einfach mal richtig hart. Wird er erstmal richtig weggestalkt. So, lauf, mein Freund, lauf. Ja, ich habe diesmal wieder die Favoriten quasi hier zur Wahl gestellt. Ja. Ihr durftet wieder die Lieblinge wählen. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn hier nochmal aus der Richtung erwischen kann. Er war ja eben. Ja. Eben relativ unaufmerksam. Haben wir die erste Person erwischt? Also, ab an den Haken mit dir. Ich habe die Lieblinge zur Wahl gestellt. Hallo. Na, du musst schon näher rankommen, wenn ich dich schlagen soll. So, Bill hängt. Und dann haben wir hier direkt die nächste Person, die sich da angeboten hat. Ah, sie rennt rum. Okay, Rennt da einfach durch uns durch. Ja, ich spiele jetzt noch mal ein bisschen mit denen, ja, weil die haben noch keinen Generator gemacht und so weiter. Aktuell sieht es jetzt ja nicht so schlimm aus. So, hier kann er natürlich noch ziehen. Macht er auch. Würde ihn ganz gerne in die Richtung erstmal dann haben. Da ist zwar noch eine Palette. Hallo. Oh. Na komm, gönn dir. Yes. Ich hau hier noch mal schnell Pop Goes the Weasel drauf, Leute. Den Stack zumindest noch wegbekommen. Und dann ist sie die nächste Person, die an den Haken rankommt. Okay. Ich hätte gedacht, hier ist auch noch ein Haken. Aber ja. Denken ist halt manchmal Glückssache. Gut. Zack. Dann geht's da vorne hin. Da sind sie fleißig. Komm schon, bleib da schön sitzen. Sind alle weggerannt. Treten wir auch nochmal gegen. Mit Pop Goes the Weasel, der Stack dann hier wieder raufkommt. So, wie weit sind die weggerannt? Scheinbar weit. Stufe 3 ist gleich auch schon wieder vorbei. Okay, wir rennen mal da hinten hin. Da sind die gerade nämlich rangegangen. Und dann gucken wir, ob wir da nochmal jemanden erwischt bekommen. Na, siehst du wohl, die Obsession, Leute. Den hatten wir ja eben nicht mehr umgeklatscht. Oh Gott, wenn er. Ich renn mal hinterher, weil hier ist eigentlich nichts. So, perfekt. Wenn er Balanced Landing gehabt hätte, dann hätte er wahrscheinlich relativ gut abhauen können. Okay, den hängen wir hier vorne ran. Und da vorne war ja nochmal die Feng. Ja, die sind wieder hinten dran. Also es könnte jetzt gut sein, dass der erste Generator dann jetzt gleich aktiviert wird. Ich renne mal rüber. Die müsste zwar hier irgendwo noch sein, die Fang, aber soll sie halt abhängen. Wo ist die Person denn hin, die. Also Bill habe ich gesehen, aber ich habe doch. Da war doch noch jemand gerade, oder? Ich dachte, ich hätte noch eine zweite Person gehört. Okay, Bill hat auf jeden Fall die Beine in die Hand genommen und sich gut versteckt. Da wird nochmal fleißig gestalkt. Wenn wir den erwischen, hänge ich ihn auch nochmal auf, Leute, weil ganz ehrlich. Jetzt war bisher. Moin! Ah, da ist sie! Eine Clödia, okay.
Danke, Bill, fürs Zeigen. Wo rennt die denn hin jetzt? Er rennt einfach. Ich glaube, er ist noch nicht so lang dabei, Leute. Okay, wir hängen ihn hier einfach schnell hin. Dann können wir Pop Goes the Weasel nochmal nutzen. Hinten an dem anderen Generator. Vielleicht denken die dann auch, ich habe einen Tuch der Trennung nur oder habe ein gelbes Mori. Kann ja alles sein. Ah, war natürlich noch keiner wieder dran. Shit. Hatte ich irgendwie gehofft, aber ja, gut, klar, wenn die Klödia da hinten rumgerannt ist, ne? Ah, guck mal, da kommt mir jemand entgegengerannt. Ach, schade. Hat er gesehen. Nein! Oh, habt ihr das gesehen? Das hat wieder so einen mega Sprung gemacht. Ich hasse das, illich. Ich glaube halt immer noch, dass es an den Servern liegt. Da war doch noch genug Platz. Und dann zack, auf einmal war es direkt voll. So, du wirst an den Haken rangepackt. Und die anderen... Ah ja, da vorne. Da rennt der Bill. Den will ich jetzt aber nicht erwischen. Ja, moin. Wieso kannst du nicht einmal kurz den Jen anditschen? Das wäre echt nett von dir. Ich muss jetzt langsam aufpassen. So, sie können wir auch nochmal aufhängen. Also, Bill müssen wir töten, wenn wir ihn nochmal erwischen. Da sind alle. Okay. Jetzt ist Stufe 3 gleich schon wieder weg. Da ist Bill. Lassen wir Bill doch mal einfach Bill sein. Okay, Pop Goes the Weasel hier rauf. Wie gesagt, guck mal, die haben noch keinen Gen gemacht. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir ein bisschen jetzt hier mit unserer Beute spielen. Ihr sagt zwar immer, ja, ich soll gnadenlos sein, aber weißt du, man muss auch mal so ein bisschen so das genießen, wenn die Leute sterben. Kappa. Heute Abend werde ich übrigens streamen, Leute. Meine Wochenplanung ist diesmal ein bisschen durcheinander geraten. Normalerweise ist ja heute Hundeschule. Meine Freundin wird das heute übernehmen. Ich werde da alleine hingehen. Das wäre jetzt aber auf Krampf, wa? Das schaffst du doch gar nicht mehr. Okay, also das tut mir jetzt aber leid. Ach, sie hat einen Strike. Nö, dann tut's mir nicht leid. Aber so frech wie die jetzt waren, müsste ich doch eigentlich jetzt den Typen hier killen, oder? Naja, ich bin mal nicht so. Ich bin mal nicht so. Der darf ja nochmal an den Haken ran. So, jetzt muss ich irgendwie so rennen. Ach, ich bin auch... Ich hab da... Oh, ich trete da... Wieso habe ich da denn vorher gegen getreten? Was ist denn los mit mir? Ich hätte doch... Ich hätte ihn erst aufhängen sollen und dann gegen treten. Mit Pop Goes the Weasel. Oh, Mann. Bin heute wieder ein Stratege, ne? An diesem Morgen. Ah, ich könnte jetzt schnell zurückgehen. Da wird zwar auch dran gearbeitet. Nee, oh, die waren hier nicht. Shit. Ich dachte, die ditchen das jetzt direkt an. Mann, ihr enttäuscht mich. Okay, so sie muss getötet werden. Es ist nur noch die Klödia, die nochmal ran dürfte. Ah, da wurde was fertig gemacht. Hallo. Gut, ich würde sagen, dann beginnen wir jetzt das Schlachtfest, oder? Ah, halt! Stopp! Stopp, stopp, stopp! Yes! Nicht so schnell, meine Kleine. So, ja, du kannst gerne dazwischen gehen. Das wird dich leider auch nicht mehr retten, denn ich habe ein Messer dabei. Oh. Da ist noch jemand. Guckt sich das hier erstmal an. Wird jetzt wahrscheinlich gleich die Palette ziehen. Ah, oh, ja moin. Hä, okay. Na, geben die jetzt auf, oder was? Jetzt gerade, wo sie die Gens machen? Was ist da los? Hallo. Spielt doch mal richtig mit, Adam. Gut. Müssen die Klödia suchen, Leute. Die Klödia ist der einzige Stern für mich im Leben, die mir lieben tut. Und Jacqueline auch. Wer kennt den Song noch? Den Song, haha. Die alten Hasen hier, die früher noch TV Total geguckt haben, ne? Ach ja. Okay, wir gehen mal hier hin.
Oh. Schon gehofft, dass hier nochmal jemand dran gewesen wäre. Ja, was machen wir, Leute, wenn wir die Klödia sehen? Einfach direkt kurz im Prozess oder... Ne, ich hänge sie nicht nochmal auf, weil der Bill weiß jetzt sowieso, was Sache ist. Wenn wir den Bill sehen, ja, ich denke mal, den werden wir erwischen. Der ist irgendwie verwirrt. Vielleicht sind das Premates und der Bill ist noch nicht ganz so hoch vom Rang her oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass der Billy... Der Billy Boy... das schwächste Glied in der Kette ist. Hat er am Anfang ist er uns auch schön reingerannt. Schön im Panik-Mode. Nicht, dass mich das stören würde. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir mal da vorne hin. Es könnte halt auch sein, dass irgendwie... Dass die kalten Rückenschauer haben. Ne. Scheint zurückgesetzt zu sein. Na ja, gut, die Luke können sie noch nicht suchen. Weil die noch nicht gespawnt ist. Also ich weiß nicht genau, was die jetzt machen. Hier habe ich auch nie was gehört. Hm. Also so ein bisschen Stalky-Stalky würde ich gerne noch machen. Den Bill können wir, glaube ich, nicht mehr so weit stalken. Aber vielleicht die Klödia noch. Ich glaube, die habe ich noch nicht so viel gestalkt bisher. Ach komm, Leute, ihr müsst schon jetzt was machen. Mensch. Stecken die sich jetzt einfach nur? Oh, wo wurde denn der Gen gemacht vorhin? Da hinten, ne? Warum sollten die jetzt hier rumgammeln? Hier ist tatsächlich jemand am Rennen. Ah, der Bär. So, Bill, lass mich hier noch mal ein bisschen stalken. Ah, du bist schon so gut wie komplett rot. Ja, der ist rot. Okay, er ist hier stehen geblieben. Oh, guck mal, so ein bisschen weiß er ja doch, wie man es macht. Ah, hier ist leider nichts. Da hättest du jetzt auf das Fenster hoffen müssen. Okay, wenn wir Bill jetzt umklatschen, dann hoffe ich, dass die Luke irgendwie direkt irgendwo neben uns spawnt. Damit wir die noch schließen können und dann alle Leute erwischen. Das war doch eine schöne Mori-Montag-Runde. Am Dienstag. Ach ja. Warum nicht gleich so? Das ist übrigens die erste Runde. Warte mal. Das ist jetzt die erste Runde, die ich heute überhaupt geöffnet habe. War direkt mit Leuten, die sich dachten, ja, das schaffen wir. Trotz Mori. Ihr seid Helden für mich. Oh, da rennt sie. Halt! In welche Richtung? Doch, da hinten lang. Okay, es könnte natürlich sein, dass hier jetzt... Oder? Da kam die mir gerade entgegen. Shit. Hat sie mich bemerkt? Warte mal. Wenn sie jetzt hier lang gerannt ist, dann kann die Luke ja theoretisch nur noch hier sein, oder? Oder in einer der Ecken. Wo ich nicht richtig geguckt habe. Verdammt. Okay. Ja, dann hat sie sie. Ah! Naja. Aber ich glaube, die Klödia hat mit am besten gespielt. Die war relativ sneaky auch unterwegs. Hat ziemlich lange gedauert, bis wir sie mal gefunden haben. Oh, sie sagt so, GG. Well played. Dann antworte ich natürlich auch. Wir haben sogar ein bisschen Blutpunkte bekommen. Ist immer schwierig. 24k. Ist immer schwierig, wenn man mit Mori spielt. Deswegen, wenn man so ein bisschen mit seinem Essen spielt, dann passt das. Schillernd. Gold. Zweimal Silber. Genau, erste Runde. Bliblablub. Was hatten die Leute denn so dabei? Also, den einen Strike haben wir abbekommen. Das war die, die Fang. Dann haben wir hier noch Adrenalin. Dreimal. Ja, kalter Rückenschauer hatte ein. Zwei sogar. Zwei Leute mit kalter Rückenschauer. Interessant. Eiserner Wille. Okay, das war die Klödia. Die hatte sogar kalter Rückenschauer. Ja, die ist mal ziemlich schnell irgendwie weg gewesen. Die war sneaky unterwegs. Auch noch mit Eiserner Wille am Start. Okay, Ass im Ärmel. Vielleicht wollte sie irgendwie noch ein Item sich geiern oder so. Ja, war doch eine lustige Runde. Leute, Mori Montag mal wieder hier mit dem Fan-Liebling Micha. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich wie immer über Likes, über Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid hier bei Mori Montag.
Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich hau natürlich die nächste Abstimmung dann jetzt auch online. Bis dann. Haut rein.